Ja, okay. Ich sehe immer noch keine weiteren Mutanten. Und hier vorne. Oh. Aha. Das hier ist also im Untergrund. Wir sehen das gerade, weil wir ja quasi auch im Untergrund sind. Wir sind ja hier in dieser Unterführung und sehen dadurch auch den restlichen Untergrund hier. Ach ja. Schon etwas beängstigend, was die Mutanten hier so alles haben. Na schön. Moment, Robin. Achso, war ja Robin. Peter. Aber ich muss doch hier mit dem Wagen rein können. Ich kann hier drücken, aber er will da partout nicht rein mit dem Wagen. Oder das Spiel will wirklich, dass man mit dem Wagen den Obergrund hier weiter abfährt. Wie gesagt, ich würde auch noch gerne wissen, wo der letzte Generator ist, denn insgesamt habe ich ja bisher nur drei ausgemacht von vier. Hier geht es auch noch irgendwo rein. Ach Mann, hier gibt es wieder so viel zu erkunden und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Ich würde sogar sagen, ich parke den Wagen erstmal hier ab und dann gucken wir, wie wir weitermachen. So. Okay. Peter ist immer noch außer Atem. Es war anscheinend sehr anstrengend für ihn. Okay, Eis. Wie machen wir am besten diesen Generator hier dem Boden gleich? Okay, wir speichern nochmal. Es sind ja noch alle am Leben. Da ist ein Geschütz. Kann ich jetzt so lange. Ja. Oh. Aha. Okay. Fall entdeckt. Ah. Das war knapp. Das war verdammt knapp gerade. Ich glaube, der eine Mutant hat auch unsere Spur verloren. Aber von hier aus kann ich auch schlecht den Generator treffen. Aber von hier aus könnte ich ihn sogar ganz gut treffen. Wenn ich das geschickt anstelle. Dachte, etwas gehört. Ach ja, die Mutanten. Ja, jetzt, komm. Ja. Oh. Ja. Stromgenerator 2 zerstört. Sehr gut. Okay. Oh. Ich habe etwas an. Ja. Genau deswegen. Trifft denn der uns hier? Nein, ich will da nicht lang. Das wollte ich jetzt auch nicht. Das ist gerade etwas. Aber hier kann er uns soweit auch nicht treffen. Okay. Stein hat doch bestimmt noch die. Das gefällt mir gar nicht. Genau, hier den Erste-Hilfe-Kasten auf Eis. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Okay. Wesentlich besser. Ich meine, wir könnten jetzt ehrlich gesagt einfach verschwinden. Aber, ist natürlich die Frage. Sollen wir einfach gehen oder die noch erledigen? Ich meine, gegen die Mutanten zu kämpfen wäre natürlich ein Risiko, das wir eingehen. Nein! Mann, nicht da lang. Das gefällt mir nicht. Ich habe auch Angst, wenn der nämlich hier rausläuft, dann sind wir erledigt. Ich wollte jetzt noch mit ihm hier, genau. Sind hier auch noch welche? Nee, an diesem Wachposten sind keine. Okay, und Eis. Na schön, bandagiert. Oh, Moment. Gucken wir mal. Dein Charakter wurde schon so sehr verbunden und zugepflastert, dass Erste Hilfe jetzt nicht mehr möglich ist. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich kann aber von hier aus auch keinen ausmachen. Vielleicht sollten wir wirklich einfach verschwinden.
Solange wir noch die Möglichkeit haben. Sicher bin ich mir da zumindest nicht. Der Generator ist ja zerstört. Wenn wir jetzt noch fliehen können, ohne weiteres. Spiel speichern. Ich nehme gerade mal den hier. Genau. Okay. Ja, dann sollten wir wahrscheinlich am besten einfach gehen. Denn, naja, ihr wisst schon. Sicherheitsrisiko. Ups. Eieiei. Oh Gott, meine Arme. Also. Ich spüre die irgendwie nur noch halb. Müsste mal das Blut wieder zirkulieren lassen. Okay. Ja, können die beiden jetzt einfach hier abhauen oder wie sieht das aus? Ja, ich bin mir gerade unsicher, wie ich die Situation einschätzen soll. Er ist verwundet und trifft uns eher schlecht, beziehungsweise gar nicht. Und das Geschütz trifft uns auch nicht. Schwer verwundet. Ja, immer noch schwer verwundet. Komm schon. Ja, wenn wir so weitermachen, können wir ihn sogar noch eigentlich relativ gut erledigen. Das Ganze läuft jetzt automatisch ab, weil wir ihn quasi anvisiert haben. Also ich warte einfach. Oh, halb tot und er kommt näher und er ist erledigt. Sind hier im Umkreis noch weitere Mutanten? Ne, hier ist noch die Tur. Ja, die Turret, die musst du jetzt nicht angreifen. Ganz ruhig, alles, ganz ruhig. Ach, da ist noch einer. Oh, das sind noch zwei. Das war knapp. So viel dazu. Na, jetzt. Oh, Mann, die laufen immer. Ah, das ist echt schrecklich. Hier hinlaufen. Nein, nicht. Einfach hierhin. Stopp. Stehen bleiben. Danke. Hoch. Achso, ja. Falscher Charakter. Okay. Sind also noch zwei Mutanten. Moment, von hier aus habe ich ihn gerade kurz gesehen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ja. Gut Job. Wieso können wir denn hier getroffen werden? Und ich kann auch nicht mehr engagiert werden, fällt mir ein. Das ist mehr als beunruhigend. Ultra-Medipack habe ich. Oh ja. Hat zwar Nebenwirkungen, aber ist jetzt auch völlig egal. Oh ja. Ja. Schön. Da ist Eis wieder schön gefüllt. Spiel speichern. Nehmen wir nochmal hier unten. Naja. Das wird noch Folgen haben. Da bin ich mir sicher. Was ist denn der eine Kollege? Von hier aus konnten wir den ja anscheinend treffen. Und er auch uns. Verdammt nochmal, diese Mutanten. Warum können wir nicht alle in Frieden leben? Ja. Ich warte noch darauf, dass er wieder seine Granaten wirft. Na toll. Ja. Das ist noch die Turret. Ja, genau, es sind noch zwei. Nein, wirklich, wirklich. Ah, okay, wir waren sogar in diesem Häuschen hier geschützt. Okay, werft alle eure Granaten auf mich, ist gar kein Problem. Der hat sich sogar selber verletzt. Der Schlaukopf. Das war ich. Na komm, der ist halt tot. Und er ist tot. Top. Okay, hier drüben ist noch einer. Irgendwo. Da. Ja, zum Glück bin ich nochmal weggelaufen. Jetzt hat er sich wieder selbst verletzt. Nein, 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 nicht da, nicht da, nicht da. Hier hin. Okay, nochmal schnell weggelaufen. Die haben natürlich nicht unendlich viele Granaten. Nehme ich mal stark an. Von dem her. Das war nochmal glücklich gerade. Was macht denn der? Der legt sich da jetzt auf den Boden. Das kann er auf jeden Fall gut. Na komm schon. Ja. Ja, du liegst da gut, mein Freund. Na toll. Tolle Sache. Soll er eben am Boden liegen? Ja, er ist tot. Sehr gut.
Okay, da ist übrigens noch eine Turret. Also sollten wir am besten. Okay, erstmal speichern. Wir haben nämlich jetzt auch die Mutanten hier getötet. Spiel speichern. Das heißt, die beiden hier können sich jetzt eventuell nochmal in die Richtung hier aufmachen. Ja, vielleicht hier hinten lang gehen. Okay. Ja, Eis ist schwer verwundet. Naja. Zumindest schon etwas. Peter. Die beiden hier können sich jetzt schon mal in diese Richtung bewegen. Jetzt haben wir natürlich den Wagen zurückgelassen, aber manchmal muss man eben Opfer bringen. Und ich meine, der Wagen ist ja noch heile. Also den können wir dann sogar eventuell später nochmal schnappen. Wenn wir das denn wollen. Oh, da hinten ist direkt einer. Robin hat doch ein Schar. Na toll. Ja. Tolle Sache. Direkt aufmerksam gemacht. Oh. Ah, das wird. Ah, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Hahaha. Ja, schön, dass der Peter keine Waffe gerade ausgerüstet hat. Okay. Nochmal relativ gut gelöst. Diesen Kämpfen. Das ist immer eine furchtbare Stresssituation. Okay, nochmal hier nach drüben gehen. Und Robin sollte doch den anderen. Ach, da hinten ist noch einer. Na, großartig. Ja, Peter lebt gefährlich. Robin. Scharfschützen sind hier wirklich Gold wert. Okay, verwundet. Ich war der Meinung, da drüben ist auch noch einer, aber da kann ich mich auch irren. Einmal kurz in die Hocke gehen und wir kümmern uns um den Mutanten hier drüben. Die wir dann alle gezielt ausschalten. Was soweit schon mal ganz gut funktioniert. Na, wo ist er dann? Je näher ich komme, desto besser kann er natürlich auch mich erwischen. Ja, achso, jetzt bin ich hier oben. Okay. Ich kann ihn. Ich glaube, er versteckt sich da. Also der Generator ist schon direkt da vorne, nicht mehr weit weg. Relativ nah. Ach, da liegt er ja, Tatsache. Ja, das, da liegt er gut. Ne? Also, schön. Jetzt. Ja, das ist gefährlich, weil ich gerade in unmittelbarer Nähe bin. Verwundet, ja. Moment. Ich gehe auch hier nochmal in die Hocke. Ah, toll. Der legt sich natürlich gekonnt einfach hier in den Dreck. Aber so schnell nicht, mein Freundchen. Nachladen. Okay, er ist schwer verwundet. Ja. Schläg mich auch mal hin. Dann können wir nämlich besser treffen. Aber er auch uns, aber aus der Entfernung trifft er uns anscheinend nicht wirklich gut. Halbtot. Komm schon, ein paar Schüsse noch, dann haben wir ihn auch erledigt. Ja, komm schon. Nun heul doch nicht gleich. Beim nächsten Mal hast du vielleicht mehr Glück. Ja, ich glaube, für dich wird es aber kein nächstes. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, jetzt sind die echt im Rage-Modus, weil die fast tot sind und dann. Verdammt! Peter! Komm zur Rettung! Oh ne, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ah, beweg dich, beweg dich, beweg dich! Ach Mann, Peter ist ja außer Atem, Mann! Ja, toll, Peter! Tolle Hilfe! Jetzt hat er den echt K.O. geschlagen, ne? Ich glaub's nicht. Oh, na Gott sei Dank! Hohoho. Keine Angst, Robin. Wir stehen das gemeinsam durch. Das war gerade sogar irgendwie spannend, weil ich den Peter noch hinschicken musste. Ach ja, schön. Okay, Supermutant. Ja, relativ spannende Aktion sogar. Beilgriff. Und noch ein Browning. Nehmen wir mal mit.
Ja, überladen natürlich. Dann soll Peter die Waffe noch mitnehmen. Ich fand das gerade schön, wie wir Peter hingeschickt haben und dann voller Spannung erwartet haben. Naja, ob Peter eben noch rechtzeitig Robin retten kann. War hier drüben nicht noch einer? Oder ist der auch schon... Hat er auch schon das Zeitliche gesegnet? Oder er liegt da immer noch herum? Das weiß man eben nicht. Ich würde erstmal sagen, dass wir uns verarzten. Nachladen. Wir haben sogar erstaunlicherweise einmal genug Munition dabei. Ich bin wirklich verwundert. Okay, einmal Peter würde ich sagen und dann natürlich noch Robin. Völlig geheilt, super. Und dann noch Robin. Er hat auch 123% bei Erste Hilfe. Okay, ja, Robin ist aber auch so gut wie voll geheilt. Das passt also soweit. Okay, schweres Maschinengewehr, das 1918 entwickelt und noch bis Kriegsbeginn sehr gerne verwendet wurde. Bis Kriegsbeginn? Also 1918 war ja der Erste Weltkrieg vorbei. 1914 bis 1918. Kriegsbeginn könnte natürlich der Zweite Weltkrieg gemeint sein. Oder der Große Krieg. Mit dem Fallout. Man weiß es nicht. Ein Flammenwerfer wäre auch eine sehr nette Sache. Ach man. Ja, der Peter ist natürlich sehr langsam gerade unterwegs. Weil er anscheinend... Ups. Okay. Vielleicht sollte ich die beiden mal erstmal speichern und dann sollten die beiden mal sich hier umsehen. Ich meine, zwei Generatoren müssen wir ja noch zerstören. Na, das kann ja noch was werden. Okay, ich glaube, er sieht uns nicht. Also können wir einfach mal... Ja, er riecht uns. Ich rieche auch ihn. Aber hier gibt es eigentlich nichts weiter Interessantes. Also können wir einfach gehen. Ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Mutanten erledigen. Würden wir eigentlich hinkriegen, aber ganz ehrlich, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ach hier, okay. Können wir einfach mal hier hinten rumgehen. Aber da drin geht es auch noch nach unten. Hurr. Okay. War der jetzt oben oder können wir uns hier drinnen umsehen? Ja, Menschen in der Nähe. Hier ist noch ein Regal. Und wir können hier auch noch nach unten gehen, was wir vielleicht auch mal machen sollten. Ja. Eis schwer verwundet, ja, gut. Kann man so sagen. So, ihn hier. Er hängt gerade. Ja, er hängt gerade hier noch auf der Treppe rum. Schön. Ja, das ist manchmal etwas merkwürdig. Hallo. Moment, nochmal kurz nach oben, dann nochmal nach unten. Er will partout nicht die Treppe verlassen. Ich kann euch nicht sagen, wieso. Weil ich es nicht weiß. Hallo, mein Freund. Warum will der denn nicht nach unten? Moment, ich leg mal kurz die Waffe weg. Moment, nochmal nach oben. Ja, ganz ruhig. Dann nochmal nach unten. Okay, dann sehe ich mich hier eben um. Gibt es hier irgendwas Spannendes? Genau, hier waren wir ja eben. Beziehungsweise sind wir ja noch hier drüben. Okay. Ja, ich finde das eigentlich auch ganz spannend, hier einfach mal zwei Teams loszuschicken. Denn einmal die beiden hier, also Ice und Stein, und einmal Robin und Peter. Dann kann man quasi von mehreren Seiten zuschlagen. Wir können ja maximal sechs Teammitglieder haben, also gibt es da natürlich mannigfaltige Möglichkeiten, wie man hier vorgeht. Ich würde jetzt aber einfach mal in die Richtung hier gehen. Ich kann aber nicht zufällig, nee, ich glaube, da hinten lang kann ich nicht, leider. Denn wie gesagt, hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man eben vorgeht. Ja, und wir sollten jetzt auf jeden Fall mal den nächsten Generator erledigen. Ich weiß eben nur nicht, wie viele Mutanten hier auf uns warten werden. Wir wechseln mal wieder auf Peter. Die beiden Herren sind nicht gerade sehr flink unterwegs. Ich
Ich weiß auch nicht, ob hier noch einer... Ja, oh. Ich wollte es gerade sagen. Das war gerade nochmal mein Glück. Okay, Peter. Einmal hier. Körper geheilt. Ah, okay. Ich hoffe von Peter. Na, das war jetzt wieder... Ups, das wollte ich nicht. Nein, ruhig da drüben bleiben. Und zwar Robin. Ja, Robin, oder? Ja. Korrekt. Ja, ich will noch den Mutanten hier erledigen. Vielleicht können wir uns von hier hinten anschleichen und dann ihn erledigen. Ach, das ist gefährlich. Da haben wir schön was abgekriegt. Hat er sich nicht damit selber Schaden zugefügt? Also wenn er hier schießt, dann trifft er mich nicht. Und jetzt hat er selber Schaden genommen. Auf, lauf, 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 lauf. Und, ah, verdammt. Ja, Peter, aufstehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ach, das ist Robin, der da steht. Ich dachte schon, warum kriegt der denn da so viel Schaden ab? Na toll, wieder außer Atem. Na komm schon, der ist doch halb tot. Oh, Gott sei Dank. Ich habe mich schon eben gefragt, warum Peter so viel Schaden abkriegt. Ich dachte gerade, der Mutant greift nämlich... Nee, warum Robin so viel Schaden abkriegt, denn ich dachte, der Mutant attackiert Peter. Da hatte ich mich aber geirrt. Robin, ja, dann soll er sich gerade hier nochmal die Stimpaks reinhauen. Okay, da hatten wir nochmal Glück. Er sollte auch noch genau eine Panzerfaust dabei haben. Dann nehmen wir die einfach mal mit. Um Gottes Willen. Der hat echt noch einiges ausgehalten. Die Mutanten sind nicht zu unterschätzen. Okay, was haben wir hier? Ein kleines Häuschen. Und hier kommen wir auch schon direkt zum Generator. Nachdem wir natürlich gespeichert haben. Und nach dem müssen wir aber noch den letzten finden. Ich meine, hier ist schon Ende der Map. Der letzte Generator. Hier würde ich mich auch gerne nochmal umsehen in diesem Gebäude. Der könnte natürlich überall sein, aber den werden wir hoffentlich noch finden. Okay, folgendermaßen. Robin. Ach, hier drüben. Peter soll ihn gerade doch nochmal heilen. Denn sicher ist sicher. Okay, und zwar einmal Robin. Verarzten, genau. Die anderen sehen soweit ganz gut aus. Naja, Eis nicht wirklich, aber sollte noch machbar sein. Peter. Zack. Und Robin hat aber auch noch entsprechend Munition. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Mutanten hier auf uns warten. Und die beiden können dann eigentlich auch gleich mal kommen. Die stoßen dann aber... Oh, da ist auch noch einer. Ach so, oh. Na, großartig. Eis wurde direkt getötet. Na, danke. Okay, dann eben nicht. Laden hier. Eis wurde direkt mit einem Schlag umgelegt. Ich freue mich. Ja, laden, laden, laden. Das dauert hier wirklich seine Zeit. Fallout 2 hat das am Ende auch wirklich lange gedauert. Skurrilerweise. Na schön, dann warten wir einfach mal ab. Das hat gerade wirklich lange gedauert. Merkwürdig. Ja, okay. Peter, bitte nochmal heilen. Und zwar einmal hier. Zack. Und zwar auf Robin. Genau. Hier ist aber noch ein Mutant. Auf den müssen wir Acht geben. Wobei der uns anscheinend nicht gleich auf dem Schirm hat. Hallo, Herr Mutant.
Komm raus, wo immer du steckst. Da ist er, ja. Aber wir können den anscheinend nicht direkt erwischen. Der macht echt ordentlich Schaden. Die Sau. Ja. Na schön. Hier dauert das anscheinend wirklich lange. Na. Mit dem Neuladen. Okay. Ich sollte mal heilen, nachdem ich Robin geheilt habe. Speichern, nachdem ich ihn geheilt habe. Ich bin heute auch schon wieder etwas perplex. Oder, naja, generell verpeilt, wie immer eben. Manchmal ist es schlimmer, manchmal weniger. Und zwar Robin heilen. Bitte, danke. Wenn ich jetzt mit den beiden hier lang gehe. Robin, genau. Peter kann nochmal nachladen. Okay, da drüben ist direkt einer. Hier in dem Häuschen nicht. Hier ist noch eine Tür. Also könnten wir von der Seite aus die Basis infiltrieren. Naja, ich meine, wir sind ja eigentlich schon hier auf dem Grundstück. Natürlich. Aber wir haben doch Robin dabei. Das Ass. Öffnen. Na komm schon. Wenn es einer schafft, dann Robin. Das hat keine Folgen. Großartig. Fähigkeiten. Sicher. Es kann auch sein, dass wir einen Schlüssel brauchen. Na toll. Wir haben aber noch den E-Schlossöffner. Den wir hier mal einsetzen können. Bewirkt nichts. Also können wir diese Tür hier nicht öffnen. Großartig. Ich bin begeistert. Müssen wir also doch hier lang gehen. Dann lege ich gerade nochmal die Waffe hier an. Stengun, genau. Ja, dann sollten wir mal versuchen, den einen Mutanten hier zu töten. Wäre wahrscheinlich noch die beste Option, dass wir endlich mal den Generator zerstören. Ich meine, wir sind schon wieder relativ lange hier. Aber naja, ihr kennt es ja. Ich lasse mir hier sehr viel Zeit. Also wirklich. Der liegt da gerade rum. Die Sau. Naja. Tja, die Gefahr kommt... Oh, ja. Die Gefahr kommt von hier. Aber den hier müssten wir eigentlich von hier aus gut treffen können. Weil er kann uns mit seiner... Na super, jetzt hat er sich geduckt. Er kann uns mit seiner Schnellfeuerwaffe eher weniger treffen. Dann renne ich gerade mal mit Peter hier rüber. Ich gebe ihm auch noch mal eine Schnellfeuerwaffe. Für den Fall der Fälle. Okay, hier drüben ist doch auch noch mal einer. Bei dem müssen wir aufpassen. Der haut nämlich ordentlich rein. Ja, der haut wirklich ordentlich rein. Okay, aber ich kann doch mit Peter einsehen, welche... Moment. Moment, er hat noch 75 Trefferpunkte, okay. Der macht aber ordentlich Schaden. Also, mehr als die anderen zumindest. Ja, super. Peter ist fast erledigt. Und Robin? Ja, das ist gefährlich. Oh, hier sind so einige Mutanten. Okay. Ja, er da unten. Versucht zumindest auf Peter zu schießen, aber... Ah, Mann. Ah, das ist nicht gut. Okay, er ist tot. Dann... Peter?
Ich glaube, der sollte sich mal kurz zurückziehen und wieder heilen. Verbandskasten. Ja, hier. Glücklicherweise können wir uns selbst heilen. Denn die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere sind doch schon relevant. Robin hängt noch hier rum. Das war schon eine sehr gefährliche. Oh. Hey. Was treibt der denn? Ja. Aber jetzt können wir ihn von hier aus abschießen. Haha, das war sein Fehler. Tja. Hättest du mal aufgepasst. Das habe ich mir wirklich Zeit genommen. Aber manchmal machen die natürlich auch Fehler. Die computergesteuerten Gegner. Das soll ja mal vorkommen. Peter. Ich meine, die handeln natürlich auch immer nach einem gewissen Muster. Peter. Gut. Okay, Robin. Boah, Eis. Sieht auch gar nicht mehr gut aus. Dann kann Peter gerade mal hier Hand anlegen. Also, ne, fürs Heilen, für nichts anderes, Obszönes. Was auch immer ihr gerade gedacht habt. Natürlich konnte ich sie nicht heilen. Na super, wir haben noch drei Verbandskästen. Die sollten ja. Ach so, wir können sie doch gar nicht mehr heilen, fällt mir ein. Verdammt. Da war ja was. Das ist natürlich jetzt etwas ungünstig. Habe ich dann noch irgendwelche anderen Heilpräparate? Ja, Psycho. Ich habe noch ein Ultra-Medipack, das wir sogar vielleicht jetzt einsetzen müssen. Das wird Folgen haben. Super-Medipack. Nice. Das wird Folgen haben. Na dann. Nehmen wir es mal ein. Spiel speichern. Ich meine, das sind im Endeffekt auch alles nur Drogen, Leute. Ich habe keine Ahnung, zu welchen Entzugserscheinungen es dann später kommen kann. Das war ja wirklich in Fallout 1 und 2 sehr interessant, wenn man dann zu viel von eben einem Medikament oder einer Droge genommen hat, dann, naja, wurde man eben abhängig und hatte dann gewisse Entzugserscheinungen. Aber ist nun mal in Wirklichkeit auch nicht anders. Von dem her. Jetzt sind wir sogar wieder zu viert hier. Ich freue mich. Das Team ist wieder vereint. Hier sind auch einige Mutanten. Okay, und Robin. Ich würde gerne noch den hier drüben erledigen, auch wenn ich da etwas Sorge wieder habe. Das war sogar. Oh Gott. Das sind ja wirklich einige hier. Ja, das sind wirklich einige. Wir sollten aufpassen. Ja. Dann können die drei hier auch schon mal antanzen. Während Robin hier die Stellung hält. Ja, Runde 1, du Wicht. Wir werden sehen, wer hier später der Wicht ist. Nachladen. Jetzt kriegt er natürlich von allen Seiten einer ab.